Im Rahmen der Vierschanzentournee am Berg Isel. Sensationelles Gefühl wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Berg Isel ist nochmal ein i-Tüpfelchen, glaube ich, wenn man hier auf dem Podium stehen kann oder ganz oben stehen kann. Das ist eine gigantische Stimmung hier im Kessel. Wahnsinn. Du hast jetzt nach Sven Hannawald wieder mal als deutscher Springer gewonnen. Ist dir dieses geschichtsträchtige Ereignis schon durch den Kopf gegangen? Ja, durch den Kopf noch nicht so. Ich glaube, man hat es als Sportler, oder ich habe es nicht im Sinn gehabt, während ich gesprungen bin. Ich habe es jetzt des Öfteren von dem einen oder anderen gehört und uns verbindet einiges. Aber ich glaube, solche Dinge, er hat schon große Fußstapfen hinterlassen, von dem her. Ja, freut mich der Vergleich, aber da ist schon noch ein paar... Bisschen was nötig. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal und toi toi toi, alles Gute für Bischofshofen. Danke, danke.